Ich war der dritte Sohn einer guten Familie. Da ich keinen Beruf erlernt hatte, kam mir bald die Idee, England zu verlassen und die Welt kennenzulernen. So kam es, dass ich gegen den Willen meines Vaters, ja gegen seine Befehle, zur See ging. Wie recht er doch hatte, als er mir Unglück voraussagte. Denn kurze Zeit danach, ich segelte auf 12 Grad und 18 Minuten Länge nach Afrika, um Sklaven für die Plantagen meiner Freunde in Brasilien zu beschaffen, trieb ein gewaltiger Tornado unser Schiff nach Osten ab. Weit, sehr weit von jeder menschlichen Gesellschaft. Bei diesem schrecklichen Schiffsunglück hatte nur ich mich retten können. Das war das Einzige, was ich bei dem Unglück retten konnte.
Als ich erwachte, fühlte ich mich ruhiger. Aber ich hatte großen Hunger. Nirgendwo war Land zu sehen, nur das Meer, das unendliche Meer. Das Wrack unseres Schiffes. Es war gestrandet, nachdem wir alle ins Meer gesprungen waren. Wenn wir das Schiff nicht verlassen hätten, wären wir alle noch am Leben. Sam. 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 Jeden Augenblick konnte sich das Schiff vom Felsen lösen. Um die Schätze, die es enthielt, zu retten, musste ich mir so schnell wie möglich ein Floß bauen.
So konnte ich von dem Wrack einige Säcke mit Kleidung aller Art, Säcke voll Getreide, Rum, Schießpulver, Tischlerwerkzeug und viele andere nützliche Dinge retten. Und natürlich meinen Gefährten, Sam. Gold. Wozu sollte mir das jetzt nützen? Allerdings, wenn ich es mir genau überlege... Zunder, Wetzstahl, Feuerstein. Jetzt konnte ich Feuer machen. Das war mehr wert als alles Gold dieser Welt. Tausendmal hatte ich meinen Dienern beim Feuermachen zugesehen. Aber ich, der Herr, konnte es nicht anzünden. Mein Rex. Was war das eben? Was war das, Rex? Das große Tosen, das ich in der Nacht gehört hatte, war der Todesschrei unseres Schiffes gewesen. All das Eisen, das Blei und die Taue, die auf ihm waren, sind mit ihm untergegangen. Ratten. Sie waren das Einzige von unserem Schiff, was ich nicht an Land haben wollte. Ich musste mich so schnell wie möglich vor wilden Tieren und vor den Eingeborenen schützen. Aber ich hatte noch nie eine Axt oder irgendein anderes Werkzeug benutzt. Und so stellte ich mich ungeschickt an. Alles bereitete mir große Mühe und dauerte sehr lange. Da fand ich eine Stelle, an der das Erdreich weicher war als anderswo. Und ich fing an, mir eine Höhle zu graben. Thank you.
Ich wurde auch ein guter Schütze. So konnte ich meinen Hunger stillen, der, da die Arbeit mich anstrengte, stets sehr groß war. Wie erfrischend war die Milch der grünen Kokosnuss. Mein 10. Monat. Die Tage hatte ich verbracht, indem ich Vögel jagte, mein Essen zubereitete und Ausflüge auf meinen Beobachtungshügel machte. Von dort schaue ich sehnsüchtig nach einem Schiff aus. Heute ist ein Tag wie jeder andere, aber ich fühle mich krank. Steht mir doch bei. Warum helft ihr mir nicht? Warum? Als ich endlich wieder einschlafen konnte, hatte ich einen furchtbaren Albtraum. Sieh hier, mein Vater. Ja, hier bin ich. Ich bin nicht irgendwo, ich bin hier an diesem Ort. Wo sollte ich denn sonst sein? Kannst du mich nicht sehen? Nein? Aber wie kamst du hierher? Höre, mein Sohn, du hast nicht gut daran getan, aus deinem Elternhaus wegzulaufen. Bei deiner armen Mutter und bei mir wärst du immer glücklich gewesen. Ja, Vater, es war schlecht von mir. Aber gib mir bitte Wasser. Zu Hause ist es dir immer gut gegangen. Wir waren nicht reich, aber auch nicht arm. Es hat dir an nichts gefehlt, mein Sohn. Erinnere dich, dass wir sehr anständig gelebt haben und dass wir viele Bequemlichkeiten hatten. Erinnere dich daran. Wasser. Gib mir Wasser. Bei uns wäre deine Zukunft völlig gesichert gewesen und viele hätten dich darum beneidet. Das solltest du wenigstens zugeben, mein Sohn. Mein Vater, ich sterbe vor Durst. Warum hast du dich nur auf so etwas eingelassen? Auf so ein dummes Abenteuer? Hast du nicht gewusst, dass deine Mutter und ich immer darum gebetet haben, dass du uns nicht verlässt? Aber du bist immer ein Rebell gewesen. Deine Mutter und auch ich verzeihen dir. Aber vergiss nicht, Gott wird dir nie vergeben. Du wirst sterben wie ein Hund. Ich werde sterben. Ich werde sterben wie ein Hund.
Als ich wieder zu mir kam, waren meine Gedanken ruhig, aber ich fühlte mich sehr schwach. Ich wusste nicht genau, hatte ich einen oder mehrere Tage geschlafen. Jetzt war mein erster Wunsch, Wasser zu trinken. Ich musste einen Rückfall vermeiden. Mir fiel eine brasilianische Medizin gegen Fieber wieder ein. Tabak und Rum. In einer der Kisten fand ich Linderung für die Leiden meines Körpers und meiner Seele. Zum Dank rufe zu mir am Tage der Not, dann will ich dich retten und du sollst mich preisen. Wen, wenn nicht ihn, wenn nicht den Herrn, kann ich bitten, mich zu retten? Ich beschloss, die Sonntage durch einen längeren Strich zu markieren. Das ist unser letztes Boot, Rex. Mir fiel wieder die Pflanze ein, die ich vor einer Woche sprießen sah. Ja, es war Weizen. Weizen. Bestimmt hatten sich ein paar Getreidekörner zwischen den Sachen befunden, die ich vom Schiff retten konnte. Ich beschloss, meinen Bereich genau kennenzulernen. Und so fand ich Kakao, Orangen- und Zitronenbäume, Zuckerrohr und Bananenstauden. Ich entdeckte das köstliche Fleisch der Schildkröten und wusste auch, ihre Panzer zu nutzen. Schildkröteneier. Sie sind sehr nahrhaft. Ich fand auch Tintenfische und lernte, ihr Fleisch zuzubereiten. Einige Vögel, die ich kannte. Es gab auch Vögel, die neu für mich waren. Und es gab Tiere, die ich nicht kannte. Andere dagegen waren mir jedoch vertraut. Kein Schiff sollte vorbeifahren, ohne dass ich davon erfuhr. Deshalb schichtete ich einen großen Holzstoß auf, um ihn dann im richtigen Moment anzuzünden. Thank you.
Es war an einem wunderbaren, klaren Tag, als ich etwas erspähte, das wie Land aussah. Land. Vielleicht konnte ich es irgendwie erreichen. Unter großen Mühen baute ich mir ein kleines Boot. Es wurde von einer gewaltigen Strömung erfasst und hinaus aufs Meer getrieben. Und nur dank der großen und wunderbaren Kraft des Windes konnte ich es zurück zum Strand steuern. Wenn ich auch bei einigen Dingen scheiterte, so gelangen mir andere sehr gut. Hübscher Paul, hübscher Paul. Rufe Rex, er soll herkommen. Rex, Rex, Rex! Aber jetzt sage mir, wo hast du für sie einen Vater gefunden? Weißt du das? Die Insel hatte ihre Geheimnisse. Und um ehrlich zu sein, dieses habe ich nie lösen können. Weil ich während der Trockenzeit ausgesät hatte, verlor ich die halbe Ernte. Auf das, was mir blieb, setzte ich meine letzte Hoffnung. Es schien, dass sie nicht trug. Und ich dachte bereits, ich hätte über Regen und Sonne gesiegt. Da erschienen drohend neue Feinde, Vögel. Wie eine ausgehungerte Armee ließen sie sich auf der Pflanzung nieder. Um meinen Weizen zu verteidigen, kämpfte ich mit allen Mitteln. Ich wollte meinen Feind in Schrecken versetzen und ihn vernichten. Mir fiel wieder ein, wie die Bauern ihre Felder schützten. Na, bist du hungrig, Rex? Du kannst zwar mit deinem Schwanz wedeln, mein Freund, aber du kannst nicht sprechen. Fünf Jahre. Vor fünf Jahren bin ich auf die Insel gekommen. Dieser Tag sollte nicht unbemerkt verstreichen. Er musste gefeiert werden. Willst du rumhaben? Der Rum schmeckt gut, der Rum schmeckt fein, der Rum, der schmeckt auch dir. Willst du nun oder willst du nicht? Du willst nicht. Ich will. Hast du gesehen? Oh, das ist ein Tag heute. Ein Tag. Was für ein Tag ist das? Willst du wohl deinen Schnabel halten? Meine alten Freunde! Lalalalala, meine alten Freunde!
Robby! Wo bist du gewesen, sagst du uns, Robby? Du solltest hier bei uns bleiben! Hip, hip! Hurra! Hip, hip! Du solltest hier bei uns bleiben! Hip, hip! Hurra! Hip, hip! Hurra! Hip, hip! Hurra! Die, die hier singen, die sind ja alle tot. Singt nur, singt nur. Prosit! Ihr alle sollt singen. Singt für eure Auferstehung. Ein Hurra für Robby, den besten Freund, den wir je hatten! Mark, Prosit! Ich trinke auf dich und ich trinke auch auf dich. Auf dich, Robby! Auf dich! Hip, hip! Hurra! Hip, hip! Hurra! Hip, hip! Hurra! Jetzt konnte ich mit Recht sagen, dass ich mein Brot im Schweiße meines Angesichts verdiente. Doch endlich eine reiche Ernte. Ja. Wenn einer kein guter Bäcker ist, dann schiebt er die Schuld auf das Mehl. Noch ein wenig Geduld, Rex. Das riecht wirklich gut, Paul. Grobes Mehl ohne Hefe, halb verbrannt. Trotzdem kam mir dieses Brot wie die köstlichste Delikatesse meines Lebens vor. Allmählich begann ich mich als Herr meiner Ländereien zu fühlen. Ich besaß ein Landhaus und eine Hütte am Strand. Ich hatte viele Probleme gelöst. Ich lernte, schwierige Arbeiten auszuführen und noch vieles andere. Ich war der Herr. Alles, was mich umgab, gehörte mir. Aber ich war nicht Herr meiner selbst. Manchmal, während ich über eine Arbeit saß, peinigte Verzweiflung über meine Einsamkeit meine Seele. Ich musste fliehen. Ich musste meiner Einsamkeit entkommen. Aber ich hatte keine Hoffnung mehr. Ich war allein in meiner Einsamkeit. Für immer und ewig allein. Ein Gefangener, der vom Meer bewacht wurde. Die Tage wurden zu Wochen, die Monate vergingen und wurden zu Jahren. Meine Kleider waren Lumpen, meine zahmen Katzen wilde Tiere geworden. Und mein treuer Hund, mein liebster Freund, konnte nicht mehr fröhlich hinter seiner Beute herlaufen. Rex! Rex! Wo steckst du? Rex! Rex!
Komm, Rex. Friss das. Komm und friss das. Mein armer, armer Freund. Armer Rex. Soll ich dir etwas bringen, was dir schmeckt? Ein Vögelchen? Oder vielleicht Taubeneier? Bleib ruhig da liegen. Ich einmal so sterben, alt, müde und allein. Und ohne einen Freund, der mich begraben und auf dem Grab ein Kreuz errichten würde. Jetzt war meine Einsamkeit vollkommen. Ich musste eine Stimme hören, irgendeine Stimme. Ich lief, um meine eigene zu suchen. Es gibt keinen Trost! Ich bin des Lebens überdrüssig! Ich bin des Lebens überdrüssig! Ich bin seiner überdrüssig! Es gibt keinen Trost! Wenn es mit einem Menschen zu Ende geht, wenn der Mensch gestorben ist, wenn er tot ist, ist Stille! Die seltsamsten Fantasien bemächtigten sich meiner Sinne. Ich musste dagegen ankämpfen, um nicht verrückt zu werden. Er lagert mich auf grünen Auen, er leitet mich zu stillen Wassern. Er richtet mir ein Mahl vor meinen Neidern und salbt mein Haupt mit Öl. Und schenkt mir vollen Becher ein. Er lagert mich auf grünen Auen. Ich verstand die Worte der Bibel nicht mehr. Die Welt schien nur eine riesige Kugel zu sein, die sich unaufhörlich drehte, bedeckt mit dem grünen Schaum der Bäume. Zu Hilfe! Zu Hilfe! Zu Hilfe! Zu Hilfe! Wenn mich irgendjemand in England nach diesen 18 Jahren der Einsamkeit gesehen hätte, wäre er entweder erschrocken oder er hätte über mich gelacht. Aha.
Sehen wir einmal. Wie geht es, Euer Majestät, heute? Ja, das ist es, das ist es. So, und jetzt? Sehr gut, sehr gut. Verurteilt dazu, Tiere und Pflanzen als einzige Gefährten zu haben, hatte ich fast vergessen, dass auch noch andere Menschen existierten. Nach so vielen Jahren der Einsamkeit zitterte ich schon bei dem Gedanken, auf ein anderes menschliches Wesen zu stoßen. Zu welchen Extremen der Mensch doch neigt, wenn er in Panik ist. Ich scheuchte die Herde zurück auf die Hügel, um sicher zu sein, dass meine Gegenwart nicht durch sie verraten würde. Menschenfresser. Und sie kamen aus jenem Land, von dem ich meine Rettung erhoffte. Entsetzt beobachtete ich die ganze Nacht die Kannibalen bei ihren makabren Zeremonien. Bevor die Ebbe kam, brachen sie auf. Wie lange würde es dauern, bis sie zurückkehrten? Von neuem an Land getrieben durch die Wellen. Wie oft waren die Wilden wohl schon hier gewesen, während ich mich im Innern der Insel befand? Mordgelüste in mir aufsteigen. Ich dachte sogar daran, 20 oder 30 dieser Kreaturen in meine Festung zu locken und sie da zu vernichten. Monatelang kam ich nicht mehr zur Ruhe. Oft träumte ich, ich hätte sie bereits umgebracht.
Ich fertigte eine besondere Waffe an. Eine Bombe. Dabei hatte ich eine unheimliche Vision. Ich sah mich selbst die Falle vorbereiten, in der diese Monstren vernichtet werden würden. Aber als sich diese Wolke von Hass auflöste, wurde mir klar, dass ich kein göttlicher Gesandter war, der damit beauftragt ist, Geschöpfe, die ihm nichts getan hatten, zu verurteilen und zu bestrafen. Deshalb beschloss ich, sie, solange sie mir nichts tun würden, nicht anzugreifen. Ich durchquerte meine Insel mit größter Vorsicht. In der Angst, jeden Augenblick von ihnen angegriffen zu werden. Sie wollten zwei Menschen opfern. Während sie den einen festhielten, um ihn zu töten, versuchte der andere zu entfliehen. Ich musste ihn retten. Komm zu mir! Nicht fliehen! Steh wieder auf. Du sollst aufstehen. Steh auf, du brauchst vor mir keine Angst zu haben. Natürlich, du kannst mich nicht verstehen. Hila, Hila, Hila! Thank you.
Steh auf. Los, aufstehen. Aufstehen. Vorwärts, vorwärts. Den da und den da. Du jetzt eingraben. In der Erde eingraben. Da, diesen. Und den da. Die in die Erde. Na also, sehr gut. Kaliber! Kaliber! Hey, hier, hier, hier. Ja, ja, schon gut. Komm und steh auf. Na, steh schon auf. Vorwärts. Wie ist dein Name? Sag deinen Namen. Den Namen. Mittwoch, Donnerstag. Komm her. Komm zu mir. Komm hierher. Du Freitag. Du Freitag. 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 Nein, nein. Du Freitag. Freitag. Ja. Ich Herr. Ich bin Herr. Herr, Herr. Du Freitag, ich Herr. Wir Freunde. Freunde? Nein, Freunde. Essen. Ist das? Nein, nein, nein. Kein Menschenfleisch. Freitag, du isst jetzt das da. Ich getraute mich nicht, die Augen zu schließen. Wenn auch die Kannibalen mich nicht getötet hatten, er konnte es tun. Zum Glück waren die Menschenfresser wieder verschwunden, ohne erst lange nach ihren Freunden zu suchen. Ich wollte nicht, dass Freitag Waffen irgendwelcher Art in die Hände bekam. Ich schoss meine Muskete ab, um ihn zu erschrecken und mir dadurch Respekt zu verschaffen. Kammer, Kammer! Kammer, Kammer! Griserki, Griserki! Ich sicherte mich durch eine Tür, damit er nicht in der Nacht kommen konnte, um mir die Kehle durchzuschneiden.
Freitag liebte Fleisch. Hätten wir nicht das Fleisch der Tiere gehabt, so wäre mein Leben in Gefahr gewesen. Ate, ich sehe mir. Wieder, wieder. Wenn du dich weiterhin brav verhältst, werde ich dir das Rauchen beibringen. Es erschien mir sehr angenehm, jemanden zu haben, der mich bediente. Was ist das? Milch. Und das da? Brot. Nein, nein, nimm die Gabel. Das ist ein Teller, Freitag. Teller? Fleisch. Fleisch. Sehr gut, sehr gut. Was siehst du da? Da drin, schwarze Stich. Das ist dein Land, deine Heimat. Da drin, da? Nein, es ist dort. Aber damit kann man viel näher sehen. Dort drüben leben deine Brüder, dein Volk. Das ist große Freude. Da drüben meine Brüder, mein Volk. Kannst du mir eigentlich sagen, warum ihr immer zu dieser Insel kommt? Guter Platz hier. Guter Platz hier. Wir hier essen. Möchtest du lieber zu deinen Leuten zurückkehren? Ja, Freitag will zurückgehen. Er dort glücklich. Bald wieder sein Volk sein. Wenn eine Horde von Wilden auf die Insel zurückkäme, würde Freitag vergessen, was ich für ihn getan habe. Er würde sicher wieder mit ihnen zurück in sein Land gehen und mich allein lassen. Und wenn es ihm einfiele, die Wilden zu meinem Haus zu führen, um sich meiner Habe zu bemächtigen, so konnte es ihm auch einfallen, sie einzuladen, mich zu verspeisen und sich selbst an dem Festessen zu beteiligen. Freitag! Was hast du da gemacht, Freitag? Was hattest du vor? Ich das Wollen. Rauch aus Pfeife gut für Herr, auch gut für Freitag. Hinaus, wenn du etwas haben willst, hast du erst mich zu fragen. Tatsächlich an mein Versprechen, ihn das Rauchen zu lehren, erinnert? Nein. Nein, ich durfte ihm nicht trauen. Geh jetzt schlafen. Hier ist noch viel Arbeit. Hast du nicht gehört? Du sollst schlafen gehen. Ich würde mich ruhiger fühlen, wenn ich ihm Fesseln anlegte. Wir hatten sie aufs Schiff mitgenommen, um die Sklaven zu fesseln. Los, steh auf. Zeig deine Füße. Die Füße!
Warum Freitag festbinden? Ich bin dein Herr und kann mit dir machen, was ich will. Du hast mich dazu gezwungen. Jetzt kann ich ruhig schlafen. Ich das nie aushalten. Freitag keine Beine mehr. Du hast es so gewollt. Hast du mir nicht gestern gesagt, dass du mich verlassen willst? Du willst zurückkehren. Zurück zu deinen Leuten. Ja, wieder zurückkehren. Zusammen mit dir. Nein, sie würden mich töten. Nein, sie nicht töten. Du haben Freitag gerettet. Das würde dir nicht helfen. Nein, sie nicht töten. Sie Freitag lieben. Und Freitag immer lieben seinen Herrn. Freitag, setz dich hin. Lass sehen. Ich kann dich nicht mit Gewalt zurückhalten. Vielleicht ist es besser für dich, wenn du gehst. Tu das, was du willst. Nehmen! Freitag töten! Warum sollte ich dich töten, Freitag? Ich bei Herr bleiben wollen. Lieber sonst sterben. Freitag, nicht knien. Verzeih mir bitte. Verzeih mir. Ich möchte, dass du mein Freund bist. Ich werde dich nie verlassen. Aber dir steht es frei zu gehen. Wenn du das willst. Eli, Shakadi. Freitag! Da drüben läuft es! Da ist ein Wildschwein! Wie hatte ich mich doch geirrt? Freitag war der treueste aller Freunde. Seine Geschicklichkeit in vielen Dingen war für mich von unschätzbarem Wert. Und bald begriff ich, dass wir mit vereinten Kräften unser Leben auf der Insel viel angenehmer gestalten konnten. Nun, Freitag, gefällt dir das? Weißt du, was das ist? Hübsch sein. Von Gott hübsches Geschenk. Das ist mehr ein Geschenk des Teufels. Hä? Nein, nein, das würdest du doch nicht verstehen. Du schenken das, Freitag? Eins, zwei, drei. Du kannst alle behalten. Hoffentlich hast du Spaß daran. Wenn sie dir nicht mehr gefallen, wirf sie einfach ins Meer. Freitag ansehen. Ein hübsches Kleid zum Krieg machen. Zieh das aus.
Dies waren die angenehmsten Jahre, die ich auf meinen Ländereien verbrachte. Setz du dich jetzt, Freitag. Verstehst du, Freitag? Der Teufel ist der Feind Gottes im Herzen der Menschen. Und seine Bosheit gebraucht er ausschließlich dazu, das Reich Christi zu zerstören. Aber Herr mir immer sagen, dass Gott viel mächtiger sein als Teufel. Ja, ja, Gott ist viel stärker als der Teufel. Er steht weit über dem Teufel. Darum beten wir ja auch zu Gott. Warum er dann Teufel nicht töten, damit Teufel nicht mehr kann tun Böses? Wenn er ist stärker, dann kann der Teufel doch töten. Wie war das, Freitag? Was hast du gesagt? Warum er ihn nicht umbringen, damit Teufel nicht mehr kann tun Böses? Weißt du, Freitag, ohne den Teufel gäbe es keine Versuchung, keine Sünde. Den Teufel muss es geben, damit wir gezwungen werden, zwischen dem guten und dem schlechten Weg zu wählen. Dann ich wollen, dass Teufel mich bringen in Versuchung. Ja. Aber warum mit uns Gott böse sein, wenn wir sündigen? Hast du das verstanden, Paul? Der arme Freitag hat einen sehr harten Schädel. Aber du hast das ja verstanden, Paul. Achtundzwanzig Jahre war ich nun auf der Insel. Aber mein Wunsch zu fliehen war noch nicht erloschen. Und nun, mit Hilfe der außerordentlichen Geschicklichkeit Freitags, wollte ich ein Boot bauen, das groß genug war, uns beide zu den spanischen Besitzungen zu bringen, die, wie Freitag glaubte, nördlich von uns liegen mussten. Es dauerte Wochen, bis wir einen geeigneten Baum fanden. Dies sollte mein letzter Versuch sein, nach England zurückzukehren. Woher ist er gekommen? Von da. Wir wollen uns verstecken. Und so mal Oma. Tschat. Tschat. Guck mal.
Wir proben es jetzt zum letzten Mal. Sie kommen von da und wir haben uns hinter den Bäumen versteckt. Sehen wir einmal. Boom. 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 So ist's recht. Nein, nein, den Zunder. Den Zunder. Bindet sie da an die Bäume. Wenn wir Wasser für das Schiff gefunden haben, kommen wir hierher zurück und holen euch ab. Weiße Männer da. Sie auch Gefangene aufessen? Nein, sie essen sie nicht auf. Aber sie bringen sie manchmal um. Gehorcht jetzt! Den Strick, Herr! Den Strick! Trotz meines Aussehens bin ich kein Tier, das auf den Bäumen lebt, mein Herr. Ich bin ein Mensch. Hier können wir reden. Noch weiß ich nicht, wer Sie sind. Mit wem habe ich die Ehre? Bah, was ist Ihnen zugestoßen? Sprechen Sie. Es gab eine Meuterei an Bord. Mein Obermater und noch zwei andere waren die Anführer. Sie sahen sie an Land gehen. Der Steuermann und der größte Teil der Besatzung sind treu geblieben. Die Santa Barbara und alle Waffen sind im Besitz der Meuterer. Wo ist Ihr Schiff jetzt? In einer Bucht, ganz in der Nähe. Es ist eines der besten, das die Meere befährt. Sie wollten sich hier nur mit Wasser versorgen und uns aussetzen. Aber dann trafen sie am Strand auf die Kannibalen. Hernandez! Wir sind verloren, wenn die wieder auf Schiff zurückkehren. Wenn wir sie daran hindern, werden sie dann wieder das Kommando über ihr Schiff übernehmen?
Daran wird mich niemand hindern können. Zwei Bedingungen. Ich akzeptiere sie. Die erste, solange ihr auf der Insel seid, gehorcht ihr meinem Befehl. Akzeptiert. Die zweite, erobern wir das Schiff zurück. So bringen Sie mich und auch meinen Diener zurück nach England. Auch wenn Sie nach Indien wollten und wenn Sie dreimal die Welt umrunden wollen, ich bringe Sie hin. Fernandes! Ist das der Obermann? Ja, der Anführer der Meuterer. Fernandes! Sie gehen an Bord? Nein. Ich bin ganz sicher, dass Sie noch nicht an Bord gehen. Ich habe Ihnen eine Falle gestellt. Hey! Seht euch den an. Ich bring ihn um. Lass das! Das ist Gold! Oh, komm, ey! Hector! Wo hast du es gefunden? Da. Da oben? Da. Los, nehmt eure Waffen! Wir gehen mit ihm! Vorwärts! Und jetzt weiter! Sieh danach. Niemand da. Kommt. Vorwärts. Los. Ergebt euch, sonst eröffnen wir das Feuer. Los, ergebt euch! Im Namen des Gouverneurs, eure Waffen weg! Was gibt's? Das Boot liegt bereit. Der Kapitän euch erwarten. Ah, danke, Freitag. Dies ist der Beweis. Niemand wird sagen können, dass Crusoe lügt. Und das ist ein Geschenk für unsere Gäste.
Wieso sind euer Gnaden so sicher, dass der Kapitän nicht ohne euch den Anker gelichtet hat und euch hier zurückgelassen hat? Mein Gouverneur. Ich weiß, er gehorcht mir. Darum haben wir auch beschlossen, euch hier zu lassen, um euch vor dem Henker zu bewahren. In Spanien. Ich bin euch keineswegs böse, ganz im Gegenteil. Weil ihr jetzt hier seid, kann ich endlich diese Insel verlassen. Ich lasse euch diese Instruktionen zurück. Darin steht die Zeit für die Aussaat, wie ihr die Herde pflegen müsst. Ihr werdet dadurch den Platz für die Waffen und das Schießpulver finden. Ich hinterlasse euch auch einige Ratschläge für die Kannibalen, die euch von Zeit zu Zeit besuchen werden. Ich wünsche euch Glück. Ob ihr nun wirklich meinen Erfahrungen folgen wollt oder nicht, ist allein eure Sache. Aber ihr besitzt etwas Unschätzbares, das ich nie hatte. Etwas, worüber ich weinte und woran ich verzweifelte. Ihr könnt sprechen. Ihr habt Freunde. Denn glaubt mir, eure Gefährten sind eure Freunde. Ja, Freunde. Wenn ihr euch gegenseitig helft, wird es leicht sein, die Stricke zu lösen. Wir sind inzwischen längst ausgelaufen. Nachdem du das heute gesehen hast, hast du da keine Angst, mit mir in die Zivilisation zurückzukehren? Herr, keine Angst haben? So ich auch nicht. So verließ ich diese Insel, auf der ich 28 Jahre, 2 Monate und 19 Tage verbracht hatte.